Ciao zusammen, willkommen zum neuen Video wieder. Das mal mit dabei Stefano wieder, den kennt ihr natürlich. Und der Julian ist heute neu im Video dabei. Wir machen mit einem so einem kleinen Survival-Training. Er kommt so das erste Mal so ein bisschen mit, mit uns. Er hat zwar selber auch schon Erfahrung in diesem Bereich. Und wir befinden uns jetzt aktuell in der Region Sattel und bahnen uns wieder einen schönen, ekligen Weg durch den dunklen Wald hier. Und heute gibt es einen schönen Overnighter in einem Lager zu dritt. Viel Spass! Wir sind seit 20 Minuten jetzt in dem Wald. Es sieht sehr, sehr schön aus, aber alles schön steil drauf. Der Vorteil ist, da unten hat es Wasser. Das heisst, an Wasser wird es uns nicht mangeln. Aber trotzdem müssen wir langsam sicher einen Platz finden, weil wir sehen, es wird langsam dunkel. Wir haben uns jetzt auf das Plätzchen geeinigt. Für drei Personen ist es halt ein bisschen klein. Genau. Aber irgendwie finden wir uns das schon recht. Da hinten ist es zu sumpfig. Und an dieser Seite kann man praktisch nicht schlafen. Und ja, die andere Seite können wir auch nicht, weil der Fluss sperrt uns den Weg ab und da geht ein grosser Berg runter. Also bleiben wir da. Heute habe ich komplett auf Isomatten verzichtet. In der Lande haben wir uns jetzt in die Schafsfeld besorgt. Heute wird nur auf dem Mal geschlafen. Testen wir mal das aus, ob das gut isoliert. Tarp abspannen und jetzt da machen wir in der Mitte das Feuer und jeder schläft quasi so wie im Dreieck. So, wir sind langsam da voll in Action. Der Julian hat hier einen riesen Bauplan gespannt. Ich habe hier auch Tarp abgespannt und der Stefano übernachtet hier unten in seinem Biwaksack. Hier in der Mitte machen wir unser gemeinschaftliches Feuer. Es wird sicherlich eine ganz geile Zeit. Julian macht auch ein bisschen Holz parat. Das Feuer steht schon. Stefano braucht eins. Wunderbar. Unser schönes Lager. Sieht doch wieder mal idyllisch aus, nicht? Und Stefano hat natürlich wieder mal auch noch mal. Was ist das? Cognac, Schnäpschen? Was ist das? Whisky. Whisky. Muss natürlich immer am Start sein. Wir haben jetzt unser Lager zusammengebaut und stoßen jetzt einfach mal schnell kurz zusammen an. Grüß. Cheers! Hallo miteinander. Und Brüste zusammen. So, das Essen ist langsam am Köcherle. Zeig mal, der Julian hat da den Whisky da schon reingefüllt. Der Kübelwhisky. Das heisst, der Kübelwhisky. Stefano hat gute Flaschen dabei, ich natürlich der Flachmann, das heisst, wir kommen zu einer alten Tradition, ihr wisst, was heisst. Schluck! Schluck! Schluck. Geil! Ah, Licht! Eier, es dreht sich alles um Eier. Überall Eier. Das Problem ist, ich kann nicht links die Dame schauen. Ja, wir sind warm, Köcherle, alles. Ja, zum Warten zusammen. Und jetzt fertig gegessen. Und ja, genieße jetzt einfach mal die Zeit hier in der Natur. Ist sehr, sehr schön zu dritt, empfehle ich sehr. Julian, was kostet du da genau? Keine Ahnung, Nudeln mit Tomaten und frittierten Eiern. Also, frittierte Eier mit Wurst und ich nachher noch reinschnetzeln. Ja, nicht schlecht. Stefano, Italiano, was gibt's für dir? La Sosa Calabrese. Wunderbar. Mit Penne. Das ist halt einfach so, Italo-Style. Schon mal gut. Und der Jugo hat einfach wieder mal Fleisch gefressen. Etwas anderes kennen wir nicht. Stefano hat eine Mitteilung. Also. Barilla, solo 2 Minuten. Stu cazzo! Ich kann nur sagen, Puperi Papi. Wir sind vorhin jetzt aufgeschaut, ein bisschen Holz zu suchen. Wir haben jetzt noch etwas gefunden, wird sicherlich für die Nacht lange.
Das Holz brennt sehr gut, vor allem sehr lang, da es halt sehr verharzt ist. Immer gut. Mensch! Und Stefano beobachtet mich mit seinem hohen Pornohütli. Show me. Und jetzt hängen wir alle da ein bisschen ums Feuer, liegen da jeder auf seinem eigenen Schlafplatz ein bisschen und quatschen ein bisschen über Gott und die Welt. Da, Jungs, was meint ihr? Gibt es einen Schluck? Was? Nein, schau, er macht mit, der Julian macht mit. Steffi, wo ist los? Hey, ich habe Nachtschicht. Ja, jetzt hast du auch noch Nachtschicht. Zu dem wunderbaren Ambiente natürlich. Schluck! Schluck! Cheers! Ich trinke jetzt so ein Indian Pale Ale, 6%ige. Habe ich jetzt noch nie probiert. So ein bisschen hopfenmässiges Bier. Finde ich immer sehr gut aus. Hat etwas Naturverbundenes. Rauche dazu natürlich noch ein Ziggy und mache es mir da aktuell noch in dem Schlafsack, der noch verpackt ist, ein bisschen gemütlich. Eignet sich sehr, sehr gut als Küsse. Und schaue da noch ein bisschen das Feuer und genieße jetzt einfach so die Zeit mit Kollegen ein bisschen draußen. Und ja, also jetzt geht es mir noch ein bisschen mehr. Der Stefan ist gerade zusammen, wir haben probiert zusammen. Ja, wir haben uns jetzt etwa gut 2 Stunden intensiv über Gott und die Welt unterhalten. Und jetzt gehen wir gerade mal das dritte Mal schön eine kleine Nachtwanderung machen. Schauen mal, was es da so gibt. Und gehen natürlich noch mal ein bisschen Holz holen, weil es wird langsam wirklich ein bisschen frisch. Also ein bisschen Feuer ist immer sehr, sehr gut. Jetzt eine kleine Nachtwanderung hier quer durchs Feld. Lichter machen. Sieht sehr schön aus, der Rasen ist aber extrem nass. Nasse Füße vorprogrammiert. Mittlerweile sind alle schön barfuß unterwegs und trocknen ihre Schuhe. Das ist schon sehr nass, die Wiese dort oben. So langsam wird es Zeit zum Schlafen. Gute Nacht zusammen. Guten Morgen miteinander. Es ist jetzt kurz vor 7:30 Uhr morgen. Und ich habe eine sehr kalte Nacht hinter mir. Ich habe jetzt da ein paar Stunden ein bisschen schlafen können. Immer wieder ein bisschen Feuer anlegen. Die Jungs sind da hinten noch am Schlafen. Der Stefano hat lustigerweise eher ein bisschen heiß gehabt am Abend. Ich hatte eben mehr ein bisschen kalt gehabt. Und der Julian, der hat irgendwie komplett durchgeschlafen. Oder zumindest habe ich halt nicht viel von ihm gehört. 2-3 Mal müssen ein bisschen Holz nachlegen, um die Wärme ein bisschen zu halten. Und jetzt bin ich ein bisschen da, genieße die schöne Morgenluft. Da unten das Bächli, das fließt. Sehr schöne Atmosphäre gerade. Genieße ich aktuell sehr. Noch ein bisschen Holz am Suchen für die Jungs, dass die dann noch etwas zum Morgen essen können. Das
Von da aus etwas noch machen könnt zum Essen. Aktuell bin ich recht in dem Modus gerade drin. So ein bisschen Survival-Modus. Genieß einfach die Ruhe jetzt noch ein bisschen. Später machen wir das Essen noch kurz und dann räumen wir eigentlich schon wieder zusammen. Die Temperaturen sind hier in dieser Region, wo wir uns befinden, in der Regel immer 4-5 Grad kälter. Merkt man schon. Hier am Rücken herum ist es eigentlich noch gegangen. Das Fell hat guten Dienst erwiesen. Nur war halt das Problem manchmal ein bisschen das, dass der Schlafsack und das Fell, also der Stoff vom Schlafsack und vom Fell halt extrem rutscht. Also dass, wenn man sich ein bisschen zu viel bewegt hat, hat man plötzlich praktisch können beobachten, wie man dann einfach langsam runtergerutscht ist. Und ja, da muss man schauen, dass man da zukünftig noch ein bisschen flächeres Gebiet hat, wo man dann schlafen will. Mittlerweile sind alle wach. Wir haben uns entschieden, das Morgenessen beim Bäck zu holen, weil der Stefano noch einen Termin hat und am 9 Uhr dort sein sollte. Darum sind wir jetzt hier schon am Zusammenräumen. Und dann geht es langsam wieder heim. Immer wieder ein bisschen schön mitnehmen. Den Ort so verlassen, wie man ihn angetroffen hat. Und einfach Natur sein lassen. Schöne Ordnung machen. Alles fachkompetent hier zusammengeräumt. Und zurück geht's in die Zivilisation. Und da sind wir wieder am Ende von dem Video angekommen. Es war ein sehr cooler Overnighter. Danke an Stefano nochmal, dass er wieder mal mitgekommen ist. Und Julian, auch dir danke schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, es war ganz geil. Ja, ich hoffe, du kommst wieder mal ein bisschen mit. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn auch immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.